So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's endlich los mit Renés Golf-Projekt. Viele von euch warten ja bestimmt schon drauf. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich euch alles mitteilen muss. Also, erstmal vorweg. Eigentlich hatten wir schon bestimmt seit, ich sag jetzt mal vorsichtig, einem halben Jahr bis Jahr vor in diesen GTD. 2.0 TDI ist das. Mehr Leistung zu machen. Mhm. Haben das auch probiert. Upgrade Turbolader, Software und so weiter. Allerdings müssen wir jetzt fairerweise leider sagen, ist komplett in die Hose gegangen. Ich glaube, mittlerweile ist der dritte Turbolader drauf, ne? Ja, ich glaube, der dritte. Das heißt, da das für René ein Alltagsauto ist, war dieser Weg leider der falsche. Und wenn wir jetzt überlegen, dass man jetzt noch 100 oder 150 PS gerne oben drauf legen würde, ist das leider für einen Daily nicht umsetzbar mit diesem Motor. Zumindest nicht für jemanden umsetzbar, der eigentlich kein Schrauber ist und nicht die Möglichkeiten hat, wie wir 24/7 am Auto rumzuschrauben. Genau. Und das Auto dauerhaft auf der Bühne stehen zu lassen, etliche Motoren zu bauen und so weiter. Mit Sicherheit wird es Leute geben, die auf diesem Gebiet schon Erfahrung haben, gerade auch was TDI und so weiter angeht. Allerdings kam dann ein alter Bekannter auf der Essen Motorshow zu mir. Und zwar beziehungsweise Bekannte, das ist recht witzig, die heißen nämlich beide Arthur und Arthur. Und Arthur im Quadrat hat dann eine Firma gegründet, SAR Turbotechnik aus Paderborn. Viele von euch kennen die bestimmt wegen dem Prüfstand. Die haben ein Dynojet, wo die ganzen krassen Paderborner Autos gemessen werden. Ich persönlich war mit der Limo auch schon ein paar Mal da. Und die sind auf uns zugekommen und meinten, hey Jungs, wenn ihr euch an den Diesel nicht so richtig rantraut, René aber unbedingt sein Auto behalten will, weil eigentlich kam es nicht in der Frage, so jetzt habe ich es, dieses Auto zu verkaufen, weil René gerne sein Auto behalten würde, oder? Ja, also definitiv. Wir können das Auto für euch umbauen. Das heißt, die sind nämlich spezialisiert drauf, solche komplett Umbauten zu machen, was ja heutzutage relativ selten ist, weil die meisten, ich nenne sie jetzt mal Tuner, diese komplett Umbauten mit Motorumbauten und so weiter eigentlich gar nicht mehr machen wollen. In dem Fall ist es aber so, Arthur und Arthur würden gerne den GTD nehmen, haben dazu eine passende Golf 7R Technik stehen, 2.0 TFSI, Benziner, leider, also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht, dass es bei uns keinen hochgezüchteten Dieselmotor gibt. GTD-Motor kommt raus, R-Motor kommt rein, das Ganze auf günstig, das heißt, der Motor bleibt erstmal so, wie er ist, deswegen auch ein R-Motor genommen, weil das halt einfach die beste Basis ist mit diesem großen, ich glaube, IS-38 Turbolader ist der. Das heißt, man kann in der Basis schon 300 PS fahren und muss nichts drumherum anpassen, was jetzt Tuning ist, natürlich muss man das alles aufs Auto anpassen und mit ganz viel Glück fährt am Ende der GTD Golf weiterhin mit Frontantrieb als Schalter. Mit dem R-Motor aus der Halle. Das wäre Chef, ne? Das wäre richtig Chef. Nicht mehr so ganz spritsparend. Genau, Sprit ist natürlich dann ein anderes Thema, wobei das mit dem Dieselgetriebe wieder... Ich hoffe dann, dass ich dann keinen Diesel da rein tanke. Ja, musst du erstmal aufpassen auf jeden Fall. Ich bin selber gespannt, was alles angepasst werden muss, weil für mich klingt das Ganze eher nach einer Großbaustelle. Die Jungs sind da zuversichtlich, das Ganze jetzt kommt, in 10 Tagen durchzuziehen. Da sage ich auf jeden Fall Respekt. Haben sie halt schon öfter gemacht. Unter anderem haben die nämlich auch sogar schon 5-Zylinder-Motoren in den Golf 7 gebaut. Und ist ja theoretisch auch alles eine Plug-and-Play-Plattform. Die Frage ist halt immer, viele reden im Internet immer davon, dass es einfach ist. Aber es muss halt am Ende auch gemacht werden und vor allen Dingen fehlerfrei funktionieren. Ne? Dass man wirklich so ein Auto dort abholt, da nicht 1 Million Lampen an sind, das Auto nicht einen schlechten Leerlauf hat, Öl verbraucht, viel Benzin verbraucht und was weiß ich was macht, alles klappert. Nee, das soll wirklich seriennah funktionieren. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg, weil dann hat nämlich René in seinem Auto einen Basismotor, wo wir in Zukunft drauf aufbauen können, wo Potenzial da ist, und wo man auf jeden Fall jede Menge Spaß haben kann. So, da dieser eigentliche Umbau für uns nicht super, super, super wichtig und interessant ist, haben wir uns dann im Gegenzug überlegt, wenn die Jungs uns da schon so unterstützen, begleiten wir das Ganze auf jeden Fall. Das heißt, wir sind bei den wichtigsten Schritten, so wie heute dem Auto anliefern, sind wir dabei. Alle weiteren Videos, die ihr dann bekommt, seht ihr bei René auf dem Channel. Den blenden wir jetzt mal hier ein. Das heißt, ihr werdet während der Bauzeit, die ja hoffentlich nur 10 Tage ist, also relativ schnell
hintereinander dort Videos bekommen von den einzelnen Schritten. Wie der Motor rauskommt, wie der neue Motor reinkommt, Elektrik, Riesenthema, Kraftstoffversorgung, Diesel, Benzin und so weiter. Die Videos bekommt ihr dann bei René auf dem Channel und der ja auch selber vor Ort ist beim Umbau. Und anschließend fahren wir auf jeden Fall wieder zusammen hin und holen das Auto ab und zeigen euch das Endergebnis wieder hier auf dem Channel. Jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Ein Punkt gibt es noch, warum wir dieses Dieselprojekt nicht machen. Braucht man sich nichts vormachen. Egal, was du an dem Dieselmotor machst, es wird illegal sein, weil als allererstes fliegt natürlich der DPF raus. Ja, leider. Und bei einem Alltagsauto muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob das Ganze sinnvoll ist oder auch nicht sinnvoll ist. Ne? Und für mich ist es sinnvoll, dass er TÜV ist. Ja. So, und so kann man da erstmal eine Serientechnik reinmachen. Eine geile Serientechnik. Björn ist ja auch absoluter Fan von dem Motor. Das heißt, das kann auch nur positiv werden. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ab nach Paderborn. So, René, bist du aufgeregt? Letztes Mal Diesel fahren? Ja. Auf jeden Fall. Bin gespannt. Letztes Mal sparsam unterwegs jetzt. Ja, okay, der Lader hat es wirklich hinter sich, ne? Ja. Der ist bereit. Ja, dann mal runter mit der Praline. Das ist schon mal die richtige GT-Haltung, die du jetzt hast, auf jeden Fall. Nee, das ist so. Was ist das vorne mit der... Ja, ja, ja. Ich hab nochmal die Rampen gepimpt, das geht jetzt. Guckst dir an, wie schön das geht. Ja, René, das war's mit punktefrei Autofahren, ne? Ich denke auch, ja. So, jetzt geht's erstmal los mit einer kleinen Firmenvorstellung. Wie ich schon angekündigt hatte, heißen die beiden ja Arthur und Arthur. Genau. Das einer ist, mit H, einer ohne H. Deswegen ist das nicht ganz so einfach in diesem Fall. Das ist auf jeden Fall Arthur Nummer 1. Erstmal schön, dass das alles so klappt. Ja, schön. Freut gerade René, der grinst den ganzen Tag schon. Er hat mir sogar verraten, er konnte die Nacht sogar schon nicht schlafen. Was selten ist, weil normalerweise bin ich derjenige, der nicht schlafen kann und er ist derjenige, der schläft wie ein Baby. Aber er ist so aufgeregt, dass es endlich mit seinem Auto losgeht. Das an der Stelle auf jeden Fall vorweg schon mal vielen Dank, dass ihr euch diesem Projekt annimmt. Ja, danke schön. Ja. So, nun erstmal kurz zu eurer Firma SAR. Eigentlich, ich sage jetzt mal im Internet, am größten bekannt durch das, was dahinter ist, das ist euer Prüfstand. Genau. Richtig. So, Paderborn, Dynojet, Allradprüfstand, diese ganzen krassen Autos mit über 1000 PS. Ich war auch schon etliche Male hier auf Prüfstand. 1180 PS hatte ich hier, glaube ich. Genau. Wenn ich mich täusche. Meine 1180 waren es damals. Da entstehen ja die meisten Videos mit den ganzen Paderborner Jungs, Oba, Martin und wie sie alle heißen. Ne? Die sind ja alle immer hier zum Abstimmen und so weiter. Ja, auch aus Leverkusen, Donkey Tech. Alle parat. Mit Golf. Wie seid ihr entstanden? Wie lange gibt es euch schon? Ja, gegründet eigentlich mehr oder weniger 2007. Mhm. Jetzt hat mal so ein bisschen angefangen, hat es alles wie immer so in der Scheune. Damals noch Eisenach, so Viertelmeile-Rennen. Fängt man an, so den ersten Golf mal umgebaut, einen 16V-Turbo. So ist es dann immer weiter entstanden. Und 2007 haben wir uns dann entschieden, einfach zu sagen, komm, das machen wir jetzt, machen uns selbstständig. Fangen damit an, einfach im Tuning-Bereich. Natürlich hat man auch ein bisschen den Service-Bereich dazu, So der Schwerpunkt war für uns halt immer im Tuning-Bereich, so die ganze Turbo-Geschichte, das halt immer weiter auszuprägen. So das ja, und mittlerweile zähle ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hebebühnen immerhin, ne? Ja. Das ist ja schon ein bisschen mehr als nur noch ein bisschen Tuning, so, ne? Ja, also 2007 gegründet, 2010 haben wir dann hier komplett neu gebaut, eine komplett neue Halle gebaut, mit allem, mit Prüfstand gleich und sind dann hier eigentlich so richtig durchgestartet, sag ich mal, im Tuning-Bereich und die ganzen Motoren umbauten. Und das heißt, wenn du jetzt in ein, zwei Sätzen erklären müsstest, was so eure Streckenpferde im Tuning-Bereich sind, so gerade jetzt und über die letzten Jahre? Also so in den letzten Jahren hat sich es halt sehr entwickelt, so im Bereich von Audi, die ganzen Fünfzylinder-Motoren, sag ich mal, mit Umbau, mit auch in den Golf 7 zum Beispiel einen RS3-Motor einbauen. Fing erstmal an, halt standhaft zu machen, Goldenpleuel mit den 8 Ps, die dann ein bisschen Probleme hatten. Okay, das heißt, ihr macht noch richtig auf. Das heißt, den Umbau, den wir jetzt gleich euch zeigen, ist eigentlich mehr oder weniger ein Softer.
Genau. So, weil ihr macht doch diese Hardcore-Sachen, 5-Zylinder in Golf rein, den es eigentlich nur im RS3 und TTS gab. Genau, richtig. Das Ganze, so, passt das so Plug-and-Play? Ist das dann auch alles mit TÜV und so weiter? Das ist alles mit TÜV. Da haben wir jetzt auch TÜV drauf gemacht, sodass die Motoren auch wirklich mit Leistungssteigerung, mit einem Upgrade-Lader eingetragen werden. Wir haben die Downpipe-Ladeluftkühler, das wird alles zusammen eingetragen. Und ganz Plug-and-Play passt es nicht, aber wir haben uns da halt schon eine Strategie einfach selber für uns entwickelt, wie können wir das am besten machen. Wir haben zum Beispiel einen Frontladeluftkühler entwickelt, der dann da reinpasst, um den Platz zu schaffen für den Motor, damit wir das ganze Paket vorne mit Kühler und so ein bisschen schmaler kriegen, um den Platz zu schaffen, den Motor reinzubekommen. Und was ist da so leistungsmäßig aktuell Maximum, was da so rumfährt? Da sind wir so bei 700 PS. 700 PS? Genau, richtig. Das haben wir halt in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit einem GTX 35 und einem Rohrkrümmer. Ja. Mhm. Oder halt mit einem Upgrade-Lader, den wir dann vom Datsa nehmen und den umbauen für die... Datsa, muss man sagen, das ist dieser ganz neue TTS-Motor, der 15er, der Alu-Motor. Genau. Der aktuell so tierisch beliebt ist. Ne? Genau, den haben wir auch schon in Golf 7 reingemacht. Also das läuft auch schon alles. Solche Projekte sind auch möglich zu machen. Das würde mich auf jeden Fall mal extrem reizen, euch vorzustellen. Vielleicht können wir da ja irgendwie mit so einem Auto mal eine Probefahrt machen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, zwar nicht Fall heute, mal. Das würde das Video auf jeden Fall sprengen. Ja. Aber ich denke mal, so 700 PS im Golf ist auf jeden Fall wird lustig. Ein Wolf im Schafspelz, mal so rum zu sagen. Ne? Das würde ich auch sagen. Das ist dann aber alles immer DSG, ne? Es gibt sicher einen Schalter. Ja, oder einen Schalter. Nein, wir haben bis jetzt immer nur mit DSG gebaut, weil die Schalter gab es ja eigentlich auch nur im TTRS, im 8J. Mhm. 8P und die ganzen 8Vs und so gab es nirgendwo Schalter. Deswegen ist das einfach so entstanden, weil die Motoren, die wir immer bekommen, sind halt immer alles mit DSG. Ja. Und natürlich das Deku 500 fährt natürlich super gut und schaltet super schnell. Das macht dann richtig Spaß in so einem Golf 7. Ja, ne? so viel erstmal dazu. Ich sehe schon, die Jungs schrauben da schon fleißig. Wir gehen mal lieber gucken, bevor alles ausgebaut ist. So, da ist Arthur Nummer 2. Den stellen wir euch jetzt als nächstes vor. Ich habe schon gesagt, dass das witzig ist, dass ihr beide Arthur heißt. Hat sich so ergeben, hat da haben so wir nicht viel dazu getan. Ihr konntet das nicht ändern quasi. Ja. Ne? So, also, hier nochmal ein letztes Mal GTD-Motor. Wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, hat das halt seine Gründe, warum der da leider rausweichen muss. Und ich sehe schon das neue Technikpaket, was da teilweise rein soll. Ne? Genau. Das ist halt in dem Fall ein Originalzustand Golf R Motor. Mhm. In dem Fall steht er jetzt hier mit dem DSG-Getriebe. Mhm. Okay, das heißt Golf 7 R Motor, 2 Liter TFSI. Richtig. Serienmäßig 300 PS. Richtig. Okay, da sind wir ja von 184, ne? 184, ja. Auf 300 ist ja schon mal, da hätten wir einiges am Diesel für machen müssen. Ja. Damit es dann ein paar Wochen hält bei dir. Ja. Man muss dazu sagen, er ist nämlich so ein Vollgaskandidat. Hätte wahrscheinlich nicht länger gehalten als das bis jetzt. Ich sehe hier allerdings ein DSG-Getriebe. Das bleibt allerdings nicht mehr dran. Das bleibt nicht dran. Da werden wir erstmal das Original-Diesel-Getriebe weiterfahren. Ne? Das Original-Diesel-Schaltgetriebe. Genau, der Renés GTD ist nämlich ein 6-Gang-Schalter. Das bleibt doch erstmal 6-Gang-Schalter. Du willst doch lieber Schalter fahren eigentlich? Ja, ne? Auf jeden Fall. Und, okay, cool. So, was müssen wir jetzt alles ändern für diesen Umbau? Gut. Getriebe runter, ist klar. Für die Leistung müssen wir eine Kupplung reinmachen, müssen wir sowieso ändern, weil das hier in dem Fall DSG ist, anderes Schwungrad und keine mechanische Kupplung drin. Mhm. Okay, das heißt, wir lassen das Dieselgetriebe erstmal drin. Das wird zwar übersetzungsmäßig wahrscheinlich nicht erstmal irre lang sein, ne? Aber da wir das Ganze ja schon versuchen, so günstig wie möglich erstmal zu halten, erstmal drin lassen, wenn es kaputt ist, kann man es immer noch tauschen. Ne? René schafft das schon. Erstmal hoffen wir, dass es überhaupt nicht schon kaputt ist. Ja. Nee, der hat ja auch erst 60.000 Kilometer runter. Also müsste noch ganz sein. Ja. Ja, cool. Basis ist natürlich perfekt, weil der ist ja schon ab Werk, ich sag jetzt mal, der größere Turbolader drauf. Richtig. Das heißt, theoretisch hat das Paket, so wie es steht, auch Potenzial nach oben noch. Einiges. Aber wir wollen ja erstmal gucken, das Ganze tüffig und so weiter da reinzukriegen. Und dann kann man immer noch gucken, was so geht. Was brauchen wir noch alles für einen Umbau? So, was brauchen wir noch für einen Umbau? Damit es original im Auto dasteht, Ansaugung, Luftfilterkasten,
Antriebswellen haben wir. Mhm. Hier, die sind aber für das DSG-Getriebe, da übernehmen wir das, was drin ist, was im Auto ist. Dann Downpipe können wir, obwohl es ein Frontantrieb ist, die Allrad-Downpipe nehmen? Ja, die passt unter das Auto drunter. Da müssen wir sehen, ob wir die an die vorhandene Auspuffanlage anpassen müssen. Mhm. Okay. Aber grundsätzlich in die Karosse passt das Ganze, ja. Nächster Punkt, Kabelbaum, Steuergerät, Elektrik. Ja, das muss geändert werden. Es muss umverkabelt werden, da muss zum Teil ein bisschen was zugearbeitet werden. Da kommt dann der her am Ende noch ins Spiel, genau. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Sascha grinst schon. Ja, genau, der freut sich schon richtig drauf. Eigentlich grinst er, weil er würde am liebsten schon ausbauen wahrscheinlich gerade. Ja, ne? Der zappelt schon. okay, aber wie muss ich mir das vorstellen? Der hat auch einen Motorkabelbaum, den lassen wir vom R. Richtig. Und alles im Innenraum bleibt aber im Innenraum, original, wird nur umgepinnt. Im Innenraum bleibt es original, der zweite Teil, das vom Innenraum zum Motorsteuergerät wird hier im Motorraum umgebaut. Mhm. Okay, das sind alles Details, die kriegt ihr dann später auf jeden Fall zu sehen. Ladeluftkühler? Ladeluftkühler haben wir jetzt gerade schon einmal grob reingeschaut. Den Wasserkühler, genau. Wassergekühlten Ladeluftkühler können wir natürlich nicht übernehmen. Der GTD hat original einen Ladeluftkühler, der nicht in der Front sitzt und luftgekühlt ist, also Luft, sondern einen Wassergekühlten. Das funktioniert natürlich gar nicht. Also würde vielleicht schon irgendwie funktionieren, ist aber mehr Aufwand. Das Prinzip funktioniert, aber ja. So wie das Bauteil hier verbaut ist, können wir es nicht übernehmen. Ja. Okay, Ladeluftkühler braucht man auch. Tank? Tank. Das ist die Tankpumpe und die Leitung, die müssen wir ändern. Den Tank können wir prinzipiell so lassen, weil der Tankstutzen reinpasst. Benzin-Tankstutzen können wir hier ansetzen, andersrum wird es nicht funktionieren. Aber grundsätzlich der Aufbau ist gleich. Also Tank kann aber immerhin bleiben. Das heißt einmal wahrscheinlich ein bisschen spülen, Pumpe tauschen, Leitung tauschen. Reinigen, dass da auch kein Restdiesel drin ist. Kraftstofffilter und sowas, alles muss alles mitgetauscht werden. Die Leitung. Klingt alles in allem jetzt eigentlich als machbar? Ja. Was schätzt ihr grob an Zeitaufwand? Geschätzt eine Woche. Eine Woche, okay. Ja. Eine Woche mit einem Schrauber oder eine Woche mit zwei Schraubern? Ja, mit zweien eigentlich. mit einer Hilfe dabei. Für mich klingt das schon als sportlich in einer Woche. Ja, so, gut. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht das natürlich. Weil Ziel ist ja schon, dass das Auto am Ende die Halle hier verlässt wie original, übertrieben gesagt so ungefähr. Ne? Keine Fehler drin, nichts klappert, nichts ist undicht und so weiter. Ja, ja. Das ist Grundlage. Klar. Grundlage, ne? Ja, cool. So, so viel dazu. Hier geht's jetzt los. Sascha? Hi. Das ist Sascha, der Hallo. Wird das ganze Auto umbauen. Den seht ihr jetzt in Zukunft bei René auf dem Channel, weil wie angekündigt können wir leider nicht jeden Tag hier vor Ort sein und alles begleiten. René kann das, ist nämlich sein Auto. Der hat sich extra Urlaub genommen und filmt jetzt den Umbau. Und alle Videos, die jetzt technisch gesehen sich um den Umbau beziehen, weil ich weiß, ihr feiert so technische Videos, die bekommt ihr auf jeden Fall bei René auf dem Channel zu sehen. Ich komme auf jeden Fall auch noch ab und an vorbei, alleine auch um den 15er mal Probe zu fahren. Und René macht das schon, würde ich sagen. Ne? Ich hoffe, ja. So, und ich komme natürlich dann am Ende wieder dazu, wenn das Auto fertig ist. Und guck mir dann an, wie René Spaß dran hat, das Auto Probe zu fahren. Ne? Ja. Okay. Davon werde ich auf jeden Fall ausgehen, dass er Spaß haben wird. Das hoffen wir doch. Ne? Wart's ab, wenn du siehst, wie er fährst. Deswegen, ja, okay. Würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video bei René auf dem Channel.